Navratilova und Steffi Graf. Eine herrliche Kulisse. Der Center Court ist mit 5000 über 20 Grad. Aber auf dem Platz ist es doch ein bisschen problematisch. Sie sehen, der hintere Teil liegt im Schatten. Und das beeinträchtigt doch ein wenig die Sicht, vor allem für die Spielerin, die hinten im Schatten steht. Also in dem Falle zunächst einmal Martina Navratilova. Das Kommando des Schiedsrichters, sich fertig zu machen für das Spiel. Steffi Graf hat die Wahl gewonnen und sich entschieden, als Erste aufzuschlagen. Aufschlag, Fräulein Graf. Miss Graf to serve. Erster Satz. Ready, play. Ein fabelhafter Ballwechsel. 15:30. Das wird wohl sehr viele Fachleute überraschen, dass Martina Navratilova die gefürchtete Vorhand von Steffi Graf anspielt. Öfter, als das andere Spielerinnen tun. Zum Glück ist nichts Gravierendes passiert. Zwei Breakpunkte für Martina Navratilova in diesem ersten Spiel. Im Fußball würde man sagen, sauber gekontert. Erster Aufschlag.
Einstand, News. Dritter Spielball. Einstand. Deuce. Glück für Steffi, Pech für Martina. Wiederum Einstand. Vorteil, Advantage, Fräulein Navratilova. Einstand, Deuce. Vorteil Advantage, Fräulein Graf. Gleich zu Beginn ist schon große Klasse da. Ein ermutigender Auftakt für Steffi Graf. Sie hat vier Spielbälle, vier Breakpunkte abgewehrt und dann doch noch das Spiel gemacht. Das ist für die Psyche sehr, sehr wichtig, denn nervös ist natürlich jeder zu Beginn eines solchen Matches. Und dann tut es besonders gut, wenn man ein derartiges Erfolgserlebnis hat. Wir wollen uns die Weltranglisten-Erste in einer Zeitlupenstudie anschauen. Sehr ökonomisches Spiel, sehr flüssig, athletisch. Überrissener Rückhandball. Time. Schauen Sie, wie konzentriert Martina ist. Sie hat das Tennis der letzten Jahre geprägt. Niemand ist so offensiv wie sie. Und bei ihr werden oft Vergleiche angestellt. Na, wie würde sie gegen einen Mann aussehen auf einem Tennisplatz? Da gehen die Meinungen natürlich weit auseinander. Love 30.
040, love 40. Ungewöhnlich, dass Martina Navratilova ihr Service zu Null abgibt. Es scheint sie durch das vorherige Spiel beeindruckt zu haben, psychisch. Das erste Break also 2:0 Führung für Steffi Graf. Steffi Graf ist eindeutig präziser in ihren Grundschlägen als ihre Gegnerin. Einstand. Yes. Ah, das ist fabelhaft. Wirklich erstaunlich, diese Mischung. Da ist Steffi Graf sehr schön platzierte lange Bälle und dann als Abschluss dieser Stopball. 3:0 im ersten Satz. Miss Graf leads 3-0. 3:0 Führung für die 16-jährige Deutsche, die aus Brühl bei Heidelberg stammt und die hier in Berlin sehr beeindruckt hat. Auf dem Weg ins Finale gab sie keinen Satz ab. Das knappste Ergebnis war ein 6:3. 6:3 im Viertelfinale gegen die Ungarin Andrea Temeswari. Gestern, zur Enttäuschung muss man sagen, vieler Besucher, kam sie kampflos ins Finale, weil ihre Gegnerin Hanna Mantlikova aus der CSSR wegen einer
kürzlich aufgetretenen fiebrigen Infektion nicht antreten konnte. 3:0, das sieht sehr deutlich aus, ist aber nur ein Break. Hier eine Zwischenstatistik über die Zahl der Fehler, die ohne Bedrängung hervorgerufen worden sind. Und da sehen Sie eindeutig das Verhältnis zugunsten von Steffi Graf. Die Geste sollte wohl das ausdrücken, was ich vorhin angesprochen habe, der Lichtwechsel auf dem Center Court. Der Ball kommt aus der Sicht von Martina Navratilova aus der Sonne in den Schatten hinein und das irritiert. 15:30, 15:30. Eine knappe Entscheidung, muss man sagen. Es war nicht eindeutig zu sehen, dass der Ball im Aus war. Aber es gibt keine Proteste. Spielball für Martina Navratilova zum 1:3. Das erledigt sie mit einem Ass, dem ersten. Fräulein Graf führt 3:1. Miss Graf leads by 3 games to 1. Also nur noch, wie gehört, 3:1 Führung für die Deutsche. Nochmal der kritische Blick hinüber, dort wo der Abdruck ist des Balles, es ist ja auf diesen Sandplätzen ja gut zu entscheiden, der Ball hinterlässt eben einen Abdruck und so kann man präziser entscheiden, ob der Ball eben nun gut oder aus war, im Gegensatz zu Rasen- oder Zementplätzen.
erste Sicht und spürbare Verärgerung bei Martina Navratilova. Die junge Dame ist sehr mutig. Warum auch nicht? Sie hat ja nichts zu verlieren gegen die große Gegnerin. Und sie hat sich wirklich vorgenommen, nachdem sie vor wenigen Wochen eben Chris Evert Lloyd geschlagen hatte, die Nummer 2 der Weltrangliste, nun auch endlich mal die Nummer 1 zu besiegen. Ich rufe Herrn Starke. Wir sehen den letzten Ballwechsel noch einmal in Zeitlupe. Ein Notfall. Der zweite Aufschlag. Vielleicht noch eine leichte Schwäche bei Steffi, denn der Ball ist relativ kurz und lädt normalerweise zu einem Angriff ein. Hier die Vorbereitung zum Angriff. Navratilova kommt nach vorne, aber keine gute Position, muss den Flugball sehr tief nehmen und dann ergreift Steffi Graf die Initiative und macht den Punkt. An dieser Stelle kann man gleich anfügen, dass sie schon einen Titel hier gewonnen hat in Berlin, nämlich gestern Abend im Doppel mit Helena Suková aus der CSR, eben gegen diese Martina Navratilova, die mit der Ungarin Temeswari spielte. Vielleicht ein gutes Omen. 15-0. 15-0. Erster Aufschlag für Service. Erster Aufschlag. Festes. Ein Aufschlagspiel, so wie man es von Martina Navratilova gewohnt ist. Hart platziert, serviert. 1-0 Spiel, nur noch 4-2 für Steffi Graf. Genau die Linie getroffen, Ass Nummer 1 von Steffi Graf.
15:30. Beide. 30 all. Hat sie sehr schön lange gewartet, bevor sie sich zum Crossball entschied. Martina Navratilova wird fraglos angriffsfreudiger, aber solche Fehler wie eben darf sie sich nicht leisten gegen Steffi Graf. Das ist der Schlag, den Steffi in jüngster Zeit am meisten verbessert hat. Die Rückhand, den sie des Öfteren leicht überrissen spielt, unerreichbar wie in diesem Falle. Vorteil für sie. Das ist natürlich Glück. Sie hatte den Ball mit dem Rahmen getroffen und er nahm eine Kurve über Martina Navratilova hinweg, unerreichbar für die Amerikanerin. Das ist natürlich auch ein entnervender Punkt. Vielleicht können wir das in dieser Einstellung noch einmal sehen. Hier die Attacke von Navratilova. Sie geht sehr weit nach vorne, nachdem sie auf der Seite des Öfteren schon passiert worden ist. Und hier sieht sie die Gefährlichkeit des Balles, versucht ihn zu erlaufen, aber vergeblich. Und nach der Siegerzeremonie sehen Sie hier auf dem Center Court dann das Endspiel. 5:2, also ein Spiel fehlt nur noch der Deutschen zum Satzgewinn, zum ersten Satzgewinn gegen die große Gegnerin. Aber eins ist jetzt schon sicher, so viele Spiele hat sie in einem Satz gegen sie noch nie gewonnen. Also, was schert uns die Statistik der Vergangenheit? Es waren ja auch damals Spiele auf einem anderen Belag, zweimal auf Zement, einmal in der Halle, auf einem schnelleren Boden. Hier sind die Karten neu gemischt worden, neu verteilt.
Ein herrlicher Ballwechsel. Haben Sie gesehen, die kleine aufmunternde Geste der Steffi? 0:30. So etwas ist ganz, ganz bitter für einen Tennisspieler oder eine Tennisspielerin. War fast schon ein sicherer Punkt für sie. Nun 15:40 und zwei Satzbälle für Steffi Graf. Fabelhaft, 31 Minuten sind gespielt. Sechs zu zwei, der erste Satz für Steffi Graf. Verdientermaßen, wie ich finde, sie war die eindeutig beständigere Spielerin. Schon jetzt mit ihrem zarten Alter von 16 gilt sie unter den Tennisdamen als die Beständigkeit in Person. Das ist schon irrsinnig. Auch wie taktisch klug diese junge Dame spielt. Sie variiert ihre Schläge. Zunächst einen weichen und dann einen harten hinterher. Spiel Game Fräulein Rattelow. Das erste Break gegen Steffi Graf. Neue Welle. Und zum ersten Mal schöpft Martina Navratilova sichtbar Zuversicht.
Ihr Blick geht immer mal hinüber zu Ihrem Coach, zu dem Amerikaner Michael Stepp. Schauen wir uns noch einmal diesen Ball an in der Zeitlupe. Steffi Graf steht immer ein wenig in der Rückhandhälfte, sodass also dann die Vorhandseite relativ offen ist. Hier der Angriff und dieser weiche Passierversuch und dann ihre gefürchtete Vorhand ganz trocken aus dem Handgelenk geschlagen. Da haben wir Herrn Estep, selbst einst ein guter Tennisprofi, der sich seit einigen Jahren um Martina Navratilova kümmert, ihr Spiel entscheidend verbessert hat. Die hat einen irrsinnigen Rekord aufgestellt. Wenn ich die Zahlen nenne, werden Sie es kaum glauben. Sie hat in den Jahren 82 bis 85 338 Siege bei nur 11 Niederlagen. Also eine einzigartige Bilanz. 15-0, 15-0. Spiel, Game, Vollen und Rattel. Offenbar eine leichte Durststrecke bei Steffi Graf, aber man kann einfach nicht erwarten, dass jemand in diesem Stile durchspielt. Enttäuschung bei Martina Navratilova, der Ball war versprungen. Aus. 15 beide. 15-0. First service. 15-30, 15-30. Der ist zu gut, sagte Martina Navratilova zu diesem Passierschlag.
30, 40, 30. Spiel, Game, Fräulein Rattelow. Fräulein Rattelow, Furt 2 zu 1. Ein wichtiger Spielgewinn für Steffi Graf. Somit wahrt sie in diesem zweiten Satz trotz des Breaks ihre Chancen. Hier wieder die Zeitlupe, die Extreme. Steffi Graf beim Aufschlag, sie wirft den Ball relativ hoch. Ein leichter Sprung ins Feld hinein. Die Rückhand hier unterschnitten, so hat sie früher immer gespielt. Das ist ein sicherer Ball, aber um zu punkten, muss man dann und wann auch mal das Risiko eingehen, den Ball zu überreißen, verdeckt zu schlagen. Hier die klassische schulmäßige Vorhand. Da konnte sie gar nicht anderes machen, als ins Netz kommen. Stellt sich richtig zum Schmetterball. Augen sind auf den Ball gerichtet, schulmäßig getroffen und vollendet. Forty, fifteen. 40, 30. 40, 30. Total advantage, Fräulein Navratilova.
Tja, Martina Navratilova braucht ihren ersten Aufschlag, um mehr Spiel aufziehen zu können. Ein perfekter Stopp. Sehr schwer im Ansatz zu erkennen. Wunderbar. Spiel, Game, Fräulein Graf. Keine Frage, das ist großes Tennis, was die beiden Damen mir zeigen. In der Tat ein würdiges Finale dieser 79. internationalen deutschen Tennismeisterschaften der Damen. 3:2 Führung für den Martina Navratilova im zweiten Satz. Wir warten wieder auf eine Zeitlupenstudie. Martina Navratilova braucht volle Konzentration. Das ist hier wirklich kein Kinderspiel gegen Steffi Graf, ganz im Gegenteil. Come say no, 15 love.
15 beide, 15 all. Die Chance für Steffi Graf zum Break. Da ist es. Drei weiter, zweiter Satz. Three games all, second set. Ja, Martina Navratilova hat allen Grund, Monologe zu halten. Ist doch erstaunlich oft macht sie Fehler, die man ihr nicht zutraut. Sie zweifelt, aber der Schiedsrichter hat sofort der Entscheidung des Linienrichters zugestimmt. Die Miene von Maike Stepp auch nicht besonders optimistisch. Ein bisschen zu hastig. Man spürt, dass dies vielleicht hier die Vorentscheidung ist. Einstand, Deuce.
total advantage, Fräulein Navratilova. Sie möchte offenbar diesen Ball noch einmal haben. Es war eine große Chance für sie. Aber mit diesem Ball steht sie offensichtlich auf Kriegsfuß. Die, man möchte fast sagen, logische Konsequenz dieser, wie man so unschön sagt, leichte Fehler. Nun bin ich gespannt, ob Martina Navratilova das verkraftet. Nachdem Steffi Graf das berüchtigte siebte Spiel gewonnen hat. Für alle diejenigen, die sich im Tennis nicht so auskennen, unter den Tennisspielern herrscht die Meinung, wer das siebte Spiel gewinnt, der gewinnt auch den Satz. Oft ist das der Fall, aber halt eben nicht immer. Die Chance für Steffi Graf, die Weltranglisten-Erste zu besiegen, zum ersten Mal in ihrer doch noch so jungen Karriere, steigt. Und dieses Turnier hier in Berlin ist nicht nur irgendeines, sondern das ist ausgesprochen gut besetzt. 56 Teilnehmerinnen begannen am letzten Montag den Wettbewerb. 56 Teilnehmerinnen aus 18 Ländern. Vier der fünf Ersten in der Weltrangliste waren hier zugegen. Eine Besetzung allererster Güte. Hier die Punkte, die mit dem ersten Aufschlag gemacht worden sind. Navratilova mit 52%, das ist für sie relativ gering, bei Steffi Graf in etwa im Limit. Dieses Ass hat sie gebraucht. 30 beide, 30 Uhr.
Der ist drin. Breakpunkt. Eine Riesenchance für Steffi Graf jetzt. Kopfschütteln bei Martina Navratilova, die in diesem Fall, das muss man ehrlich zugeben, ein bisschen Pech gehabt hat, denn der Ball versprang. Des einen Pech, des anderen Glück. Nun hat Steffi Graf alle Chancen. Bitte, bitte, bitte. Danke. Unglaublich. Auch das ist Weltklasse. 15 beide, 15 0. Die Spannung und die innere Erregung steigt. Noch zwei Punkte fehlen Steffi Graf. Der Beifall ist so verhalten des Publikums. Eine Stunde und drei Minuten gespielt. Bitte, bleiben Sie stehen, bitte. Bleiben Sie stehen, zu meiner Linken, bitte. Es ist schade, dass eigentlich jetzt Unruhe im Publikum herrscht. Es gehen einige Leute die Treppen hin und das irritiert natürlich. Das ist der größte Erfolg, den sie bisher erzielt hat. Sicherlich der schönste Tag in ihrer Tenniskarriere. Nach einer Stunde und fünf Minuten Spielzeit besiegt Steffi Graf die Weltranglistenerste Martina Navratilova mit 6:2, 6:3. Wer hätte das gedacht, dass dieses Spiel diesen Verlauf nimmt? Natürlich scharen sich jetzt die Fotoreporter um die junge Siegerin.
Eine ganz grandiose Leistung der 16-Jährigen aus Brühl bei Heidelberg. Sie gewinnt das vierte Turnier nacheinander. Und hier sehen wir die doch traurige Martina Navratilova, die erst zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Match verliert. Sie bekommt also neue Konkurrenz in der Weltspitze. Jahrelang war es ja geprägt durch sie und Chris Evert-Lloyd. Jetzt schickt sich zum Beispiel Steffi Graf an, die beiden an der Spitze herauszufordern. Der Daumen nach oben. Ein ganz großer Sieg für sie. Und auch das wollen wir nicht vergessen, er ist recht gut dotiert. Sie bekommt umgerechnet etwa 65.000 Mark für diesen Erfolg. In diesem Jahr hat sie schon sehr, sehr viel kassiert, mehr als in den Jahren zuvor zusammengenommen. Aber das, glaube ich, interessiert sie in diesem Moment überhaupt nicht. Allein in ihr die Freude über den Sieg. Sie hat konsequent gearbeitet in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Sie hat ausgezeichnete Ergebnisse gehabt, bis ihr dann vor einigen Wochen zum ersten Mal der erste Sieg über Chris Evert-Lloyd gelang. Dann viele erinnern sich an das Finale von Amelia Island, als sie gegen Claudia Kohde-Kilsch gewann. Dann ein Finalsieg über Sabatini, eine weitere aufstrebende junge Spielerin aus Argentinien im Welttennis. Und nun dieser Erfolg über Martina Navratilova. Wir schauen uns den Matchball noch einmal in der extremen Zeitlupe an. Es war ein Duell der grafischen Vorhand mit der Rückhand der Navratilova. Schauen Sie, die sehr flüssige Beinarbeit, Konzentration. Immer der Schwung nach vorne, ihre Vorhand ist wirklich, und da stimmen selbst so Spielerinnen wie Martina Navratilova, Chris Evert-Lloyd zu, die Beste im Damen-Circuit. Aber mit der Vorhand allein hat sie dieses Spiel nicht gewonnen, sondern mit ihrer klugen Taktik, ihrer Geduld, ihrer Übersicht, ihrer Risikobereitschaft. Und hier der Moment des Sieges. Ja, sie kann es nicht glauben, aber es ist Wirklichkeit. Wir erwarten die Siegerehrung für Steffi Graf. Sie wird vorgenommen werden vom regierenden Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepken. Hier Steffi ganz glücklich, sie winkt hinauf. Ihr Vater wird irgendwo sein und außer sich sein vor Freude. Hier hatten wir Steffi Graf zusammen mit dem Präsidenten des Deutschen Tennisbundes, Dr. Klaus Stauder. Und da sind die beiden zum Zeremoniell bereit. Verdienter Beifall für die Finalistinnen, für die Siegerin und die Unterlegene. So, vielleicht regelt sich das noch mit dem Ton. Denn ich gehe davon aus, dass der regierende Bürgermeister doch ein paar Worte an diese beiden Spielerinnen richten wird. Ein großer Tag auch natürlich für Berlin. Innerhalb von wenigen Wochen zwei Sportgroßereignisse. Vor zwei Wochen das DFB-Pokalfinale und nun heute dieser grandiose Erfolg von Steffi Graf. Der Dank des Clubdirektors Eber Wenski, der mit seinen Leuten hier das Turnier fabelhaft aufgezogen hat.
besser kann Damen-Tennis zurzeit nicht sein. Diese Damenmeisterschaften haben im Sportkalender Berlins einen festen Platz und wir freuen uns sehr darüber, die Weltklasse jedes Jahr im Mai hier begrüßen zu können. Und nun überreicht der Geschäftsführer von FILA Deutschland, Herr Matthias Gärtner, den zweiten Preis an Martina Navratilova. Ein Preis auch für die Unterlegene, die doch sichtlich traurig ist, enttäuscht über ihre Niederlage. Aber sie hat in vergangenen Jahren schon bei ganz bitteren Anlässen gezeigt, welche große Sportsfrau sie ist. Man muss mal. Viele erinnern sich an das Finale von Paris 85, den großen Match gegen Chris Evert Lloyd. Ich bin sicher, sie gönnt ihrer Gegnerin diesen Triumph und wollen wir mal zuhören, was sie dazu zu sagen hat. I would like to congratulate Steffi for playing obviously very well today. I'm sorry that I didn't play better, not even just to win, but to give you a little better match. I think it was over much too quickly, but maybe next time. Ich gratuliere Steffi und hätte selber lieber ein bisschen besser gespielt, sagt sie. Dank an Vater und Mutter, die zugeschaut haben und ihre Schwester, die jetzt in Bonn ist. Das ist doch sehr gerührt. Ich habe eingangs darauf hingewiesen, welche Station ihr Weg genommen hat. Damals, als sie ihrer Heimat den Rücken kehrte. Sie war noch keine 20 und musste dann quasi Politikerin spielen, immer Auskunft geben in den USA über Verhältnisse in der CSSR. Und es hat lange gedauert, bis Martina Navratilova damit fertig geworden ist. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Herr Eberhard Diepken, den Ehrenpreis des Senats an die internationale Meisterin von Deutschland 1986, an Steffi Graf. Überreicht die FILA-Trophäe, den Siegespreis. Wie gesagt, 29.000 Dollar Siegprämie für Steffi Graf, umgerechnet ca. 60.000 bis 65.000 Mark. Martina Navratilova kriegt auch einen Check, dotiert mit 13.000 Dollar. Wird das die Nummer 1 sein in der Zukunft? Wir werden sehen. Sie hat alle Anlagen dazu. Und nun gibt es einen weiteren Preis, den Wanderpreis des Deutschen Tennisbundes für Steffi Graf. Diesen Preis allerdings darf sie nicht mitnehmen, sondern der verbleibt hier im Club bei Rot-Weiß Berlin. Also, die Frage wird die Zukunft bringen, die nahe Zukunft sogar, vielleicht schon, ob Steffi Graf, Chris Evert Lloyd und Martina Navratilova an der Spitze verdrängen kann. Es steht bevor in der übernächsten Woche das große Turnier in Paris, die internationalen französischen Meisterschaften, eines der sogenannten Grand-Slam-Turniere. Und da werden wir wieder diese beiden Damen sicherlich in exponierter Position erleben. Dort wird ebenfalls die absolute Weltklasse am Start sein. Also Ende Mai, Anfang Juni
das Turnier in Paris und dort werden wir natürlich auch wieder live übertragen. Damen-Tennis hat ja doch großes Interesse gefunden. Viele Tennisfreunde waren ein bisschen pikiert, möchte ich sagen, weil man sich so sehr auf Boris Becker und seine Erfolge konzentriert hat. Mittlerweile hat Steffi Graf Minimum aufgeholt, wenn nicht sogar an Popularität und an Reiz für die Öffentlichkeit Boris Becker übertrumpft. Auch für sie eine etwas ungewohnte Rolle. Die kurze Ansprache. Ich habe gerade auf der Trophäe gelesen, da war schon 1986 Steffi Graf. Also, ich meine, unglaublich, dass man wirklich so positiv gedacht hat. Danke. Ich war eigentlich am Anfang nicht so sicher, dass ich hier gewinnen kann. Ich habe mich sehr gut gefühlt und mir hat sehr viel Spaß gemacht, hier zu spielen. Aber gedacht, dass ich gegen Martina gewinne, das habe ich wirklich gar nicht. Und ich glaube, sie ist trotzdem immer noch die Nummer eins und sie hat bestimmt. Bestimmt heute nicht ihr bestes Tennis gespielt, aber ich glaube, ich habe so ziemlich mein bestes Tennis gespielt. Und ich möchte mich auch ganz recht herzlich bedanken bei den Sponsoren, bei Fila, bei Martini und wer war das noch? Lufthansa. Oh. Und selbstverständlich bei meinem Club hier, LTTC Berlin, die ein ganz tolles Turnier veranstaltet haben. Und ich wirklich hoffe, dass ich immer wieder zurückkommen kann. Ja, so ist das im Profitennis heute üblich. Der Dank an die wichtigsten Leute und Institutionen. Steffi Graf ist ja... Ich möchte mich auch recht herzlich bei den Schiedsrichtern, bei den Ballkindern, Balljungs bedanken, die einen tollen Job getan haben und bei allen, die das Turnier wirklich... geholfen haben, beigetragen haben, dass es zustande kommt. Und ich möchte mich bei Ihnen recht herzlich bedanken, dass Sie so zahlreich erschienen sind. War ganz toll. Vielen Dank. Also ich spiele den Satz zu Ende. Es ist so ein Profi-Tennis, der Dank an die wichtigsten Beteiligten, die die Sachen finanzieren. Ein großer Tag hier in Berlin geht zu Ende. Der Abschied hier vom Center Court für die beiden, auch für uns die Gelegenheit, uns hier zu verabschieden. Wir werden heute Abend noch nach 18 Uhr die Höhepunkte dieses Spiels wiederholen. Wir bemühen uns noch um Interviews mit beiden Spielerinnen und hoffen, dass das alles gut über die Bühne geht. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse und gebe zurück in die Sendezentrale. Ja, ich höre dich. Ich bin ein Fachmann.